Viel Spaß. Digga, man muss ehrlich mal sagen, der Bruder macht es sehr, sehr smart, sehr, sehr intelligent. Der Bruder hat es einfach geschafft, mit Content von anderen Streamern 670.000 Abonnenten zu machen. Unnormal kranke Klicks, Digga. Und jetzt klatscht er sich noch selber rein in die Videos und wird ein gottverdammter Star. Wirklich Props an Hungriger Hugo, Digga. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Haut Hugo in sich selbst rein, ins Ding. Hey, kann man so abgehoben sein? Mama! Bring mir Hagel mit vom DM! Ich geh rein! Ich mach selbst, ich mach mit! Ich bin auch ein Montana Black! Zurück. Das sind die Fahrradfahrer, Digga, die mir mit, wenn ich mit der S-Klasse oder mit dem Lambo auf der Street rumfahre, sagen, ey, der Motor ist so laut. Hey Gustav, was haben die zu dir gesagt? Fahr mal wie ein Dulli auf dein Fahrrad da am Wasser längs, Digga. Moin. Er hat eine schöne Radtour gemacht, Gustav. Das ist doch in Ordnung. Ich weiß nicht, warum er da jetzt so ein Film, also so ein, ja. Zurück bei dem Online-Gamer Gustav. Und die von den Kollegen aus Amerika. Kollegen aus Amerika. Aus England, London. Ja, England, London ist doch das gleiche, Digga. Hab ich Amerika gesagt? Ich hab doch nicht Amerika gesagt. Hab ich Amerika gesagt? Oh Mann, Alter, ich bin fortgeschritten mit Alzheimer, Digga. Ich hab hier so Post zugeschickt bekommen mit so Karten von Influencern. Mag ich nicht. So eine richtige Bombe. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Ihr abgepackten Scheißbett, Alter! Mag ich nicht. Scheiß dich auf die Fresse! Mag ich. Was ist das? Kenn ich nicht. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Geht so. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Mag ich nicht. Ich bin auch der Meinung, dass Eratsch es einfach leichter hat, weil er gut aussieht. Der sieht halt männlich aus und hat eine gute Ausstrahlung. Frauen würden ihm sofort die Nummer geben. Wenn ich das machen würde, Alter, ich würde die übelst auf die Schnauze kriegen. Let's go! Hier, du kannst ja einmal deine Handynummer eintragen, weil ich gehe gleich erst ins Hotel, will mich dann einmal frisch machen. Ah. Wo ist der? Ah. Hast du eine deutsche Nummer? Ah. Digga! Läuft bei ihm. Wer ist er? Kenn mich nicht, aber läuft bei ihm. Sie lächelt ihn jetzt schon an, Alter. Er hat jetzt schon gewonnen, Alter. Bester Mann. Damn, boy. Damn, boy. Jetzt schon schon. Was haben die? Let's go. Schon ein Schnucki? Ich f*** mein Leben, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich sag doch, der sieht gut aus. Der kann dreist. Ich muss aufhören, so zu schreien, Alter. Bin ich ein Idiot, Alter. Ist okay, wenn ihr mit dabei seid im Video? Müsst ihr Eratsch auf YouTube eingeben. Alles klar? Okay, danke. Alter, wie verliebt sie guckt. Ich bring mich um. Ich bring mich verdammt nochmal um. Digga, ich hab keinen Bock mehr. Wie kann denn ein Mensch so verliebt gucken nach der Zeit? Ich bring mich nicht um. Twitch-Team, ich bring mich nicht um, das war ein Spaß. Ich hoffe, ihr habt's auch gehört, liebes YouTube-Team. Es war nur Spaß und niemand bringt sich um. Mein Blick wäre genau dieser. Genauso wie er guckt. Oh Mann. Oh, der Blick. Oh mein Gott, nein. Es tut mir leid, ich entschuldige mich, dass ich Monster Weird trinke. Wenn das meine Freundin wäre, Digga, die wird so den Monster trinken. Mutter, Bieler, zwei Wochen kannst du das. Oh, dann würde ich den immer so trinken. War es gerade eine Ansage oder was? Jungs, ich bin gleich wieder da. Ich muss einmal ganz kurz was erledigen. So, alles geklärt, Chat. Alles geklärt. Manchmal braucht man solche Gespräche auch. Sag schnell. Ja. So ein dummer Wichser. Stellt euch mal vor, so ein alter Rentner beleidigt euch als Wichser und dann fällt euch einfach auf, dass der Rentner genau aussieht wie Hein Blöd. So, also
Oha. Oha. Also wie hat er das denn bitte schön da reingemacht? Couch 10 mit dem Film da. Jo, moin Monte. Ich schaue gerade den Stream zusammen mit meiner Mama. Komischerweise ist sie seit 5 Minuten ins Badezimmer verschwunden und ich höre die ganze Zeit nur Gestöhne? What the fuck, Couch 10, Digga? Ist ja wohl widerwärtig, Digga. Uff. Digga, ist der breit. Digga, der ist breit. Und harten Sonnenbrand hat er auch auf der Nase. Das Digga, der ist breit für 10. Junge, der schien in einem Auge nur. Aber in die andere Richtung. So was. Knossi mit seinem Sohn. Fährst du hoch? Ach, die goldene Henne willst du gucken? Ja. Okay. Goldene Henne da. Ich bin. Ich Henne. Die gefällt dir, gell? Die goldene Henne. Henne kommen. Gewonnen. Ja. Ja, okay, ist ganz niedlich, aber an Kuchen TV kommt er nicht dran. Ich wollte vor 15 Minuten Nudeln mit Tomatensauce haben. Wo sind denn die? Nee, Noah, das geht so nicht, Digga. Ja, ich meine, du lebst hier kostenlos, du musst nicht mehr arbeiten und zahlst keine Steuern. Also da kann ich ja wohl mal Nudeln mit Tomatensauce kriegen. Noah, tanzt du noch mal? Red ich mal, Noah. Junge Kuchen, natürlich tanzt der bei so einer Kacke nicht. Mach mal was Richtiges an. Wir waren ja bei ApoRed. Wir saßen da halt im Auto und er hat die ganze Zeit seine Musik abgespielt. Check mal dein Style, dein Outfit ist nur ein Hundescheiß wert. Dann hatten wir ja Noah mit dem Auto, selbstverständlicherweise. Und er hat die Musik mega laut gemacht, ne? Und Noah ist dahin und hat dann halt angefangen zu schreien, so, ne? Und dann meinte ich so, yo, sorry, das ist zu laut. Und hab dann halt wieder leiser gestellt. Und so 5 Sekunden später macht er einfach wieder lauter. Digga, hinten sitzt Noah am Heulen. Ich sag so, yo, Noah weint, die Musik ist zu laut, dreh runter. Und was denkt er sich so 5 Sekunden später? Nee, Digga, ich mach die Musik wieder laut, denn das ist ApoRed und das soll er hören. Toll, wenn das Kind nach einem kommt. Bubi, du machst den Leuten Angst. Das willst du, gell? Aber noch hier reinkackern, ne? Das ist halt gell, Bubi? Ja. Schaut gern beim hungrigen Hugo vorbei.